Gold Roger, ich zieh meinen Piratenhut vor dir. Lang lebe der größte Pirat aller Zeiten. Dieser Gold Roger, er war damals, nein, sogar heute noch, der einzige Mensch, der keine Angst davor hatte, die Grand Line in Angriff zu nehmen. Das macht die Sache ja so spannend für mich. Die ganze Mannschaft wurde von der Marine geschnappt, oder? Wir sind nicht geschnappt worden. Roger hat sich freiwillig gestellt, nachdem wir die Grand Line bezwungen hatten. Wurde Roger schwer krank. Er hat gewusst, dass unsere Reise zu Ende geht. Ein Jahr später stellte sich Roger. In seiner Heimatstadt Longtown in East Blue wurde er verurteilt. Er sollte öffentlich hingerichtet werden. Die Hauptstraße führte genau wie heute zu dem Platz, auf dem das Schafott aufgebaut ist. Und obwohl er mit Handschellen gefesselt war, ging er diese Straße entlang, als wäre es ein Triumphzug. Ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Tag. An den letzten Tag in Gold Rogers Leben. Die Regierung hat es nur so aussehen lassen, als hätte sie ihn geschnappt, um ihre Macht zu demonstrieren. Der Wille, der nie gebrochen werden kann und sich dennoch beugen muss, das ist der Lauf der Geschichte. Doch solange der Mensch nach Freiheit dürstet und für seine Rechte eintritt, wird er ewig leben. Für einen Mann, der seinen letzten Weg beschreitet, ist ein Titel nicht wichtig. Trotzdem war Roger sehr glücklich darüber. Und obwohl er seinen letzten Gang angetreten hatte, sah er aus wie der stolzeste König. Verrat uns das Geheimversteck! Wo ist One Piece? Doch die Worte, die Roger kurz vor der Hinrichtung sprach, leiteten eine große Piratenära ein. Ihr wollt also meinen Schatz. Den könnt ihr gern haben. Sucht ihn doch! Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Er hat die letzten Sekunden seines Lebens dazu benutzt, aus einem kleinen Flämmchen ein Höllenfeuer zu entfachen. Ich erinnere mich noch sehr gut an seine letzten Worte. Ich werde nicht sterben, mein Freund.